Schnieder von der CDU-CSU das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich glaube, ich muss erst noch mal klarstellen, worüber es hier geht. Wir reden über den Bundesverkehrswegeplan 2030. Das, was Sie gerade hier präsentiert haben, war ein Zerrbild der Wirklichkeit, hatte mit dem, worüber wir reden, nun überhaupt nichts zu tun. Deshalb müssen wir noch mal darüber reden, was hier Thema ist. Das, was hier als Entwurf vorliegt, Bundesverkehrswegeplan 2030, bedeutet Vorfahrt für Mobilität, ist eine Antwort auf die Herausforderungen, die die Verkehre stellen. Das sind Antworten, die wir geben müssen auf das, was wir in der Verkehrspolitik machen wollen. Was Sie hier vorgestellt haben, das ist ein Konzept, wie Mobilität nicht aussehen soll. Das sind überhaupt keine Antworten auf die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Deshalb kann ich nur feststellen, dieser Entwurf des Bundesverkehrswegeplans, über den wir reden, verwirklicht genau die Ziele, die wir uns vorher gesetzt haben. Und wir bekommen von allen Seiten, mit Ihrer Ausnahme, von allen Seiten eigentlich Zustimmung zu dem, was da vorgelegt worden ist, weil genau diese Ziele verwirklicht werden. Und, werte Frau Dr. Wilms, Sie haben ja... Herr Kollege, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Aber bitte gerne. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Kollege Schnieder, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie sagen, dieser Bundesverkehrswegeplan gibt Antworten auf die Ziele und auf die Fragen, wie wir diese Ziele erreichen können. Ihnen sind sicherlich die Klimaziele, die im Pariser Abkommen auch unterschrieben worden sind, bekannt und auch aus den internen Beratungen der Bundesregierung bekannt, welchen Beitrag der Verkehrssektor dazu erreichen soll. Sehen Sie in diesem Plan, an welchen Stellen Ergebnisse, die darauf hoffen lassen, zumindest ansatzweise diese Ziele im Verkehrssektor zu erreichen? Ja, wenn man reinschaut, insbesondere in den anhängenden Bericht, dann kann man deutlich sehen, dass wir auch CO2-Minderungsziele erreichen. Deshalb verstehe ich nicht, worüber Sie hier reden. Es hat jedenfalls nichts mit dem zu tun. Es hat jedenfalls nichts mit dem zu tun, über das Sie geredet haben. Das ist in der Tat richtig. Und eines muss man zu diesen CO2-Minderungszielen jetzt auch noch anmerken. Da kann der Verkehrssektor einen großen Beitrag zu leisten, aber es ist doch eine Illusion zu glauben, dass wir das alles über einen Bundesverkehrswegeplan regeln und erreichen können. Das, was wir dort erreichen können, das tun wir. Und Sie können mir nicht erzählen, dass wir viel für die Umwelt tun, wenn wir Staustrecken bestehen lassen, wenn wir Engpässe nicht beseitigen, wenn wir nicht in Infrastruktur investieren. Damit leisten wir auch zu diesen Zielen einen großen Beitrag. Sie haben in Ihrer Antragsbegründung, in dem, was Frau Dr. Wilms gerade ausgeführt hat, ja auf eigentlich skurrile Art und Weise durchblicken lassen, wie Sie auf diesen Plan schauen. Das war ja in großen Teilen eine Selbstanklage. So liest sich auch Ihr Antrag. Denn das, was Sie beschreiben und was Sie kritisieren, ist ja im Grunde Ihr Werk 2003, den alten Bundesverkehrswegeplan haben Sie ja mitgeschrieben, trägt ja Ihre Handschrift. Und was Sie dort jetzt kritisieren, das haben Sie selbst mit verbockt. Wir geben jetzt Antworten auf die Herausforderungen, die entstanden sind. Und Ihr einziger Lösungsvorschlag in dem Antrag ist, jetzt machen wir mal Stopp, wir machen mal gar nicht weiter. Das kann nun wirklich nicht die Antwort auf die Herausforderungen sein, die sich uns stellen. Und deshalb lassen Sie mich. Herr Kollege Schnieder, es gibt den Wunsch zu einer zweiten Zwischenfrage. Aber bitte sehr. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Also ich bin doch schon ein bisschen erstaunt, dass Sie da behaupten, dass wir da gar nichts mehr machen wollen. Ich zitiere mal aus unserem Antrag. Drittens, bis zum Beschluss eines zum Bundesnetzplan weiterentwickelten Bundesverkehrswegeplanes keine weiteren Neubauprojekte zu beginnen, um den Handlungsspielraum nicht weiter einzuschränken. Zitat Ende. Das ist was ganz anderes, als gar nicht mehr was Neues machen zu wollen. Wir sind dagegen, dass ständig immer irgendwas anfinanziert wird, dass irgendeiner von Ihnen mit der großen Geldschüttel durch das Land läuft und irgendwo eine Brücke hinsetzt und das nachher dann nicht weiter anschließen kann. Können Sie bestätigen, dass es angesichts dieser Tatsachen
völlig unmöglich ist, Ihre Versprechungen im Bundesverkehrswegeplan einzuhalten. Sie schaffen das nämlich gar nicht, das tatsächlich durchzufinanzieren. Das ist, liebe Frau Kollegin Dr. Wilms, das ist Ihre Behauptung, aber die hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Denn das ist anders als im Bundesverkehrswegeplan 2003, dass wir hier nicht eine reine Wunschliste haben, nicht Wunsch und Wolke da reinschreiben wollen, sondern eine realistische Vorstellung niedergeschrieben haben, was wir bis 2030 umsetzen können. Und deshalb gilt die Aussage, das, was dort im vordringlichen Bedarf stehen wird, das wird auch realistisch umgesetzt werden können. Wir wollen Mobilität ermöglichen. Sie scheinen das Gegenteil zu wollen. Und deshalb bin ich froh, dass es hier andere Mehrheiten gibt, die dann einen solchen Plan auch durchsetzen werden. Das ist sicherlich eine der Grundvoraussetzungen für diesen Bundesverkehrswegeplan, dass wir eine realistische Perspektive in den Blick nehmen, dass hier klare Finanzierungsperspektiven aufgezeigt sind, dass wir einen Plan vorlegen werden, der nicht vollkommen überzeichnet ist, sondern der sich am Machbaren orientieren wird. Nein, der ist nicht mal überzeichnet. Da haben Sie was anderes vorgelegt. Zweiter Punkt. Wir orientieren uns ganz klar am Prinzip Erhalt vor Neubau. Auch das bestreiten Sie. Da kann ich nur sagen, ziehen Sie den Vergleich. Für Erhalt werden wir etwa 70% der verfügbaren Mittelprojekte aufwenden. Im alten Bundesverkehrswegeplan waren es nur 56, deutlicher Zuwachs. Wir treffen, dritter Punkt, klare Prioritäten. Das gilt schon für die Betrachtung der Verkehrsträger untereinander. Auf die Straße werden knapp die Hälfte der Mittel entfallen, für Bahn, für Wasserstraßen die andere Hälfte. Auch das ist eine deutliche Veränderung, Verschiebung gegenüber dem alten Plan, und es entspricht den Forderungen, den Zielsetzungen, die wir uns vorher gegeben haben. Das betrifft aber auch die Priorisierung der Maßnahmen innerhalb der einzelnen Verkehrsträger. Auch da haben Sie vorhin Dinge erzählt, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben. In Hauptachsen werden 75% der Mittel investiert. Ich weiß nicht, wie man darauf kommen kann, dass wir hier nur in Ortsumgehung oder in regionale Verkehre investieren würden. Das Gegenteil ist der Fall. Ich will das hier festhalten. Klare Prioritätensetzung bei den Projekten. Engpassbeseitigung. Nächstes Stichwort. Engpassbeseitigung. Allein 1700 Straßenkilometer werden zur Engpassbeseitigung ertüchtigt. Neuausbau, Erhaltung. 700 Schienenkilometer. Auch da muss ich fragen, in welcher Welt leben Sie, wenn Sie nicht sagen, das gehört zur Engpassbeseitigung, das ist ein Schwerpunkt in diesem Bundesverkehrswegeplan. Und fünfter Punkt, das durchzieht Ihren Antrag ja auch, wir machen zum ersten Mal eine Öffentlichkeitsbeteiligung. Und ich kann nicht verstehen, dass Sie in Abrede stellen, dass wir transparent unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger diesen Plan vorlegen. Sechs Wochen lang. Ist doch keine Frage der Qualität, ob ich das 6 Jahre oder 6 Wochen vorlege. Wer Interesse an einem Projekt hat, der wird in 6 Wochen sich dazu äußern können und es vorbringen können. Viele sind jedenfalls in der Lage, das zu tun. Wenn Sie das nicht schaffen, müssen Sie nicht andere dafür in Haftung nehmen. Also, wenn ich das gesamte Werk betrachte, muss ich sagen, alles, was wir unseren Zielen gesetzt haben, werden wir damit erreichen. Bei allem, was wir an Feinjustierungen noch vornehmen müssen, die großen Linien stimmen. Ich würde Ihnen wünschen, dass Sie irgendwann in der Wirklichkeit wieder ankommen. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat Sabine Leidig von der Linken das Wort.